I'm okay. I should be able to take that bear's place. Ah. It's my turn to save you all. Ich mach also die Navigatorin jetzt. Deswegen, okay. Und wir gehen direkt in Phase 2 des Bossfights. Okay, das sah gerade. Das sah gerade noch ein bisschen anders aus. I am a shadow. The true self. I shall give you the truth you claim to hold so dear. Okay. What the fuck? The inescapable fact of your death here. Was that creepy thing really inside our teddy? Yeah. I guess he was a lot more troubled than he looked. We have to save him. Das ist sein Gedanke, dass er dort sterben wird in der Welt ganz alleine und ohne Freunde. Foolish beings, accept your. Und er wollte es nicht akzeptieren und hat deswegen die Gedanken denied. Okay. Wir können erstmal auf Lamia wechseln. Die hat ja keine Schwachpunkte zumindest. Und probieren mal Feuer. Dann probieren wir mal Wind. Die sind wieder voll geheilt, fällt mir gerade so auf. Eis. Okay, Eis heilt ihn. Elektro. Arakunda ist sogar den Defense down. Increase all foes' defenses for one turn. Ich kann auf den gehen, falls du Physical machst, sind wir mit dem sehr gut beraten. Wir haben alle üblichen Elemente durchprobiert, aber Physical nicht. Deswegen würde ich hier einen Defense Down machen. So, und probier es mal einen Power Slash. Keinen großen Pluspunkt. Wir dürfen mit dir auf jeden Fall kein Dingens machen. Aber wir können rein skewern. Vielleicht für einen Crit. Ich würde die liebe Zionga benutzen, weil es keine HP verbraucht. Und ziemlich bewusst ist. Okay, das ist wieder Feuer. Ist wieder Feuer. Ist er wieder weiter benutzt. Okay, dann gehen wir halt wieder auf einen Feuer-Nullifier. Oh, ich hätte vielleicht heilen sollen. Shit. Du sollst auf jeden Fall garden. Hier ist tatsächlich Physical, nicht Feuer. Ach so, what? Ist Physical, nicht Feuer? Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht darauf achten sollen, dass bei mir Strong stand. Ja, Bossfight. Den ersten Teil des Bossfights haben wir schon gemacht. Bossfight, Pogchamp. Wir skewern hier auch nochmal rein. Wir schaffen aber bloß 100, kosten wir 100 damit, ey. Siehst du am Anfang der Fähigkeiten links im Symbol. Es ist nicht stark gegen Physiker. Müsst ihr eigentlich den hier nehmen. Wenn der Physical Attacks macht. Ich weiß immer, dass es theoretisch sieht, aber ich krieg's nicht mal mit ordentlich. Dann probieren wir nochmal Kill Rush aus. Oh, das waren 200 fast. Holy shit. So, kann ich ja irgendwie den hier Persona. Aber du bist nicht physical weak.
Aber bevor du heilst dich jetzt mal, würde ich behaupten, bevor du stirbst. Wir haben immer noch eine reduzierte Defense. Das ist alles, was wir jetzt gemacht haben. Ist mit Kill vielleicht sogar stärker? Ja. Stop this futile struggling. Even if you resist, it will all come to naught. Nee, ich habe schon den verstärkten, die nächste Stufe von Dia. Nicht den AOE, sondern den wirklich den stärkeren Dia habe ich schon, aber auf dem Hauptcharakter. Wo ich irgendwie 150 kriege oder sowas. Ultra Charge ist wahrscheinlich auch physical, oder? What? I have a bad feeling about this. Ja, ich auch. Ich würde vielleicht mal komplett durchgarden. Immer noch charging up. It's going to attack. Okay, ich hätte noch eine Runde draufhauen können, das wusste ich aber nicht. Shit. Oh, das ist wieder so ein Heal Hand. Hab's geblockt. Wenn ich block, kriege ich kein Damage. Aber ich wusste nicht, dass er zwei Runden charged. So. Ich mach wieder einen Defense Down drauf. Wir haben jetzt nämlich die Runden verbraucht. Ich glaube, macht es einen Unterschied, ob ich Garuda oder Power Slash nehme? Ich sehe, Power Slash besser ist. 107, ne, Garuda ist vollkommen okay. Ja, Rampage verbraucht zu viel AP. So, bei dir wirst du aber Kill Rush auf jeden Fall gesehen, dass es dick reinhaut. Oh, wenn man mehr als einmal treffen. Focus now. Ich bräuchte nicht was ihm die. Ich bräuchte eigentlich was ihm die Stat-Boni wieder wegnimmt. So, jetzt machen die alle nur Physical. Oh, gemisst. Wir haben jede Menge HP. Ich hoffe, dass wir überleben, dass es in uns erwischt. Boah, das hat mich ein Trial-Hit. Oh, what? Scheiße. Der wechselt die Elemente, kann das sein? Der wechselt die Elemente durch die Sau. Hier, Diorama, hier habe ich es zum Beispiel. Mindshot ist eine tolle Fähigkeit. Diorama. Oh, hätte ich nicht dies und mich zuerst heilen sollen. Ich glaube, ich würde einfach nur Attack mit ihr. Wow. Gut, dass ich nur Attack habe. Increase one defense three turns. Nee. Main Char. Defense increase, please. Kunda ist wieder Defense down. Hm. Negiert sich das? Ist das schon wieder zurückgesetzt? Nehmen doch mal das, was keine HP verbraucht, dann ist nicht mehr so viel HP auf ihm. Ich muss jetzt viel, viel Leute heilen. Sorry. Ja, ich werde trotzdem mit durchheilen. Ich muss mit zwei Leuten jetzt healen. Und du darfst halt leider nur normal attacken. Und ich muss halt mal garden zum Hochheilen und dann wieder ordentlich angreifen. Weil wir gut sind. Was? Nullity Guidance? Ultra Charge direkt hinterher? Warte mal, da haben wir eine Runde noch gehabt.
Use an evasion exhaustion. Nicht auch jemanden, der was anderes? Nein! Fuck, ich wollte nur reingucken. Aha. Scheiße. Sie ist jetzt im Rage-Mode. Kann also nicht... Oh. Moment. Item. Restore, restore. Stone that warms up. SP, Cures Mudon. Hat? Nee, Cast Mudon. Elemental Damage, Ball Lightning. Nullify Stat Penalties, Nullify Stat Bonuses. Briefly raises entire party defense. Briefly raises entire party hit evasion rate. Briefly raises the entire party attack. Reflects physical attack one time. To all aimed and down unconsciousness. Yeah. Up we go! So, wir können auch nochmal angreifen. Diamond Shield, Brief Increases. Ne, hier, Entire Party Hit Evasion Rate. Entire Party's Attack. Nutzen wir das doch mal. Attack Up hier von Alan. Weil wir auch uns heilen müssen. Wir müssen uns halt eigentlich auch heilen. Sonst überleben oder ist hier nett? Ich glaube, eine Attacke habe ich noch auf ihn, ne? Danach muss ich nur garden. Ja, jetzt kommt das zweite Charging Up. Und jetzt garden wir komplett durch. Defense reverted. Na, herzlichen Dank. Weil das ist die Autosachen, die automatisch drauf kommen. Nie hier hin. Okay, wenn ich blocke, kriege ich dann halt keinen Damage. Das ist ziemlich awesome. Und dein Feuer war sau stark eigentlich. Ah, also, aber der hat keinen Defense Down mehr. Muss man ein bisschen reinheilen, mein Friend. HP hat sie jetzt Curtis Cure mit ihrem wieder machen. Sie hat echt wenig Skills, sie muss irgendwie. Sie hat so viele Passiv-Skills halt, ne? Jetzt wollen wir einer Defense zum Beispiel. Würde mich mal kurz defensen. G hat bei mir auch dauerhaft nur 4 aktive Fähigkeiten. Foolish Whisper. Ah, einer wurde. Zwei wurden gesilenced. Party. Alles außer Down Unconsciousness of Party. Dann sind wir alle wieder. Sehr schön. Unsilenced. Attack reverted. So. Ich dürfen aber reingarudern. Vier echt gute Passive. So. Bisschen die Frage ist es halt. Ich hab halt mit ihr wirklich nur. Mir fehlt der Medium Physical Damage. Tatsächlich. Ein bisschen. Ach, ist nur ein Hit. Oh, Marakunda, wo wieder Defense Down war. Ich kann Physical Damage machen nur auf eine Person, okay. Re-raise the entire party hit evasion rate. Manifest stat bonuses or force, dann ist das penalties party. Das kann der nächste machen. Ich mach mal hier einen
Moment. Wir sollten so eine andere Persona machen, nämlich Rakshara hat das ja auch, der ist stark gegen Physical. Wir haben hier einen Rakunda drauf, das wollte ich tun. So, und du kannst jetzt... Kannst Chi eigentlich übernehmen, das Item. Für die Nullified Stat Penalty. Weil sie hat halt nichts, was sie gut machen kann, außer eine normale Attack oder halt HP opfern für Physical Attacks. Deswegen machst du das jetzt. Alpha Stat Penalties Party. Purifying Salt. So, all Stat Decreases Nullified, sehr schön. Hat no Effect? Warum hat es denn auf mich nur Effect, auf den Hauptcharakter? Das kann fehlschlagen? Das sackt ja. Come on down! Aber Kanji hat super viele HP, holy moly. Why do you still resist? Even should you win, not but suffering awaits. Ist doch egal, wir machen das, weil wir wollen. Das ist Finality Guidance. Das ist Dizzy. Oh shit. Nee, es ist Dizzy, ne? Es ist gar nicht, oder? Oh. Stat Penalty ist was anderes, also sie bräuchte jetzt. One Ally. Wir haben nur noch One Ally hier. Komm erstmal Yosuke zurück, weil der kann häufig nochmal. Wie können wir denn Dizzy sonst noch heilen? Nullify ist not necessary. Hat keine Stat-Bonus mehr. Tja. Kann mir nicht auswählen, dass er jemandem helfen soll, ne? Zack, ein bisschen. Ah, sehr gut. Sie holt ihn hoch. Perfekt. Das ist dann auch für mich okay. Ego ist dafür super oder Salvation. Ah, hat ja funktioniert. Charging up. Jetzt müssen wir garden. Guarded, Baby. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir da nicht garden, ehrlich gesagt. Das hat nur eine schlechte Variante davon. Ruh mal Killrush aus. No idea, hast du auch nicht treffen lassen. Oh, da haben wir wieder über 2, aber an die 200. Das ist schon richtig gut. Aber dann müssen wir wieder ein bisschen hochheilen nebenbei. Er ist schon ziemlich angefressen. Zionga! Medium Elec Damage. Defense Reverted, Mind Charge. Focused now. Nicht genau, was Focused bedeutet. Er hat gerade Defense Reverted gemacht, ne? Hieß es. Dann machen wir mal Defense wieder drauf. Und der heilt noch nebenbei. Thanks. Alle bloß mehr HP-Management als wirkliche Herausforderung. Findest du? He doesn't know. Es ist korrekt. Wahrscheinlich die Garden so, nachdem er fokussiert ist, ne? Ja, danach macht er natürlich immer. Ja, genau die. Jetzt bin ich mit Maven Shadi. Hätte ich Garden sollen. Oh, Stat Decrease is nullified. Hat er jetzt gemacht. Ist wieder ein Defense Down. Ich hätte vielleicht lieber einen dicken Heil machen sollen bei mir. Item. Wir hatten irgendwo Value Medicine to 100 to all allies. Das hört sich gut an. Also wieder in einen halbwegs guten Bereich. Ich würde es gleich direkt nochmal machen. Value Medicine. Nochmal direkt hinterher. Denn irgendwann ist sie eh nicht mehr wahnsinnig sinnvoll. Jetzt aber schon noch gerade.
Physisch. Oh, das ist wieder Silence. Ah, der kein Gegner hat eingetroffen. Ich will mal Kill rushen. Oh. Wird ordentlich reingehauen. Wir heilen nochmal unseren Main-Char, nicht, dass er drauf geht. Bei dem Boss hatte ich mein gesamtes Healing verbraucht. Das Healing hat es gar nicht verbraucht, finde ich. Wobei ich habe relativ viel verbraucht, das stimmt. Ah, ich bleib einfach. Ach, ist wieder Fokus. Ah. Geht er mir auf den Sack? Ich glaube, ich guard mal, nachdem er fokussiert ist, komplett durch. Dann sollte das doch schlechter funktionieren. Ja, perfekt. Ich kriege zumindest keine Second Attack. Sehr schön, sehr schön. Lamia. Nee. Zatia hat das Diorama. Ich muss ja mal. Oh nee, ich muss gar nicht heilen. Oh, ich bin ein Vollidiot. Innovation Exhaustion. Dann mache ich mir auf mich mal einen Physical Reflect. Würde ich behaupten, weil der ständig Physical Attacks macht. Und quasi nach nie wieder gebraucht. Das ist. Das sagt ja nicht so viel dann aus. Du hast relativ viel HP. Und hier darf ich halt keine Skills einsetzen gegen diesen Boss. Das ist ein bisschen suckig. Wenn Kanji im Prinzip seinen kompletten SP verbraucht hat in dem Fight. Komisch Whisper. Hat keinen von uns gesigned. Das ist natürlich ganz geil. Es hieß jetzt, wir haben es reverted, wa? Vielleicht will ich Izanagi wechseln noch. Für die XP. Wäre, glaube ich, ganz smart. Ha! Gut, dass ich Defense. Ach ne, habe ich nicht. Scheiße. So, wir wollen Izanagi leveln. Increases the party's defense kann ich machen. All foes increases one other attack for 3 turns. Ne, glaube ich, wir cleaven einfach. Ich glaube, physisch ist er relativ stark, wenn er treffen würde. Wenn er treffen würde. Warum ihn das tot schicken? Ach, wenn wir halt zweimal daneben hauen, ist es halt echt katastrophal. Ich denke, dass es reichen wird. Oh doch, wird reichen. Sehr schön. Geil. Perfektes Management hier. Ich hoffe zumindest, der Fight ist vorbei. Jo, 10.000 Yen, 2.000 XP. Ist vorbei. Was that part of you, Teddy? Even Teddy had a hidden side. Jeder hat eine Hidden Side. Haben wir es nicht realisiert. I don't know who I am. Tja, das wissen wir, aber wir sind möglich trotzdem. I've thought a number of times that maybe there is no answer. But I'm here. I live here. Ja, und? Ist ja nicht schlimm. Wir kommen dich besuchen, wir machen Dinge mit dir. Don't worry about it. You're not alone. Das Wichtige. Then I don't have to do this all on my own? Nö. Dude, we'll help you figure it out. Yep. I'm sure we'll find out about you as we continue investigating this world. Yep, finde ich auch gut. You guys. Teddy! Teddy hat einen Shadow, ja. Moment, bei dir nicht gesagt? Das wär merkwürdig. I'm one lucky bear! Woohoo, Teddy! Is that a persona? Teddy kriegt seine Persona. The courage of heart to support one's friends has been made manifest. Ich kenne das Spiel ja gar nicht. Ach, Bullshit, Xan. Du kleiner Troll. Teddy has faced his other self.
He has obtained the facet used to overcome life's hardship, Persona Kintoki Duji. Is this my persona? Yep, jetzt kannst du mit uns kämpfen. I can sense strong power from it. It's awesome, Teddy. Ich mag Riese jetzt schon. Die ist so eine nette Frau. Whoa, are you alright? Oh yeah, your persona just awakened too. I'm so sorry. You must be worn out. So wie Teddy, der ist wirklich worn out, literally. Yeah, let's hurry outside. Wir können das auch ausdrücken. Welche von meinen drei Sätzen dazwischen? Are you feeling okay, Risa-chan? We're almost outside. I'm alright. I'm more worried about Teddy. Warum bist du worried about Teddy? Weil er so schmal geworden ist? You okay there? We gotta go back for now. I wanna be alone for a while. Okay. Das ist ungewöhnlich, dass du das sagst, Teddy. My beautiful fur is all rough and coarse. Muss dich selber sortieren und reparieren, ja. And my nose hasn't been working too well either. Mhm. So while I wait for my fur to grow back, I'm gonna train hard. Nobody can stop moi. Oh wow, Teddy. Here goes. Gib dir mal eine Pause, Junge. What's gotten into you? Don't talk to me, please. One more set. Another one. Leave the dude be. Comes a time when a man's gotta stand on his own two feet. I'm not sure this is really one of those times. Ich bin vor allem nicht so sicher, ob das wirklich ein Mann ist. Es ist ein Teddy, ein Kuschel-Teddy, der leer ist, after all. Well then, Chie and I will take Risa-chan home. Okay. Yeah, she'll need a lot of rest. We can talk after she regains her strength. Well, good luck, Teddy. Just kick back and wait for my wonderful comeback. Peace out. I'll see you later. Moment. Sind jetzt einfach alle gegangen und ich bleibe alleine hier? Nee, ich gehe auch doch mit, oder? I said this before, but I can sense something special about you, Sensei. Ja, weil wir uns in alle Menschen hineinversetzen können, Empathie haben. There must be something that only I can do. That's how I feel when I'm with Sensei. That's why I'm gonna get stronger to find my special thing. Ah, cute is looking at you with fire in his eyes. Social Link Teddy, level up. Yeah, star. The Teddy Social Link has reached level 2. Your power to create Persona the Star Arcana has grown. Here goes! Ich habe das Gefühl, den Social Link können wir gar nicht so einfach level uppen. Ist das nicht einfach durch Geschichtsvoranschreitung, dass wir den level uppen? Weil ich habe nie irgendwas Besonderes für ihn gemacht. In any event, you were able to rescue Reese safely. Now you must wait for her to recover. The mystery deepens. Will she be able to provide new insights into the case? No idea, genau. He's back! Whoa there! Careful now, Dojima-san. Ow! Oh Gott, er ist betrunken. Damn it, who built a step here? Oh Gott, Dojima's betrunken. That'll be the carpenter, sir. Come on, don't take your anger out on the house. That won't solve anything. Oh no, muss das auch noch sein, Dojima, ja? Ernsthaft? Woo, I'm home! Naruto, I'm back! Oh, scheiße. Welcome back! Oh, hi, Nanako-chan. Sorry, but could you go get his futon ready? Wow, jetzt muss sie echt erwachsen, die Erwachsene sein von den beiden. Als wäre sie die Mutter von ihm, ey. I think he had a little too much to drink. Mm-hmm. How else am I supposed to deal with this crap?
Was für ein Crab denn? Freaking fancy talking kid. Welches fancy talking kid denn? What? Ach so. Ja, Paparazzi sind sie festgenommen, meint er wahrscheinlich. The prefectural police sent in special investigational support. Because, you know, we haven't really made any progress on the serial murder since they started in April. Aber es gab ja auch keine mehr, weil wir haben sie ja verhindert. He doesn't know. So this special support is supposedly a hotshot detective from a well-known private agency. Ah, okay, es geht also um einen neuen Konkurrenten beim Aufklärungsbusiness. You should have seen the look on my face when I met him. He's only a kid your age. I hear he's a pretty sharp cookie, though. Ah, das ist der mit der blauen Mütze, der mit Kanji geredet hat. Wollen wir wetten? Oh, he's a brat like any other. Ain't nothing he can do to help. Doch, er kann seine Persona akquirieren und mit uns kämpfen. He goes on and on about deductions and deductions. Ace or no ace, the prefecture ought to be more careful about giving us brats to babysit. Condescending bastards. Bastards. The kid said as long as he can be of assistance in solving a difficult case, he won't require a reward. Ja und? Wir würden euch auch helfen, wenn ihr uns fragen würdet. Well, you can imagine the shine the higher-ups took to him after that. So we can't exactly turn him down. Okay. Gadachi! Gah, sorry. Me and my big mouth. You run your jaw like this is all some kind of joke. Ist doch auch ein Joke. It's your fault to begin with for jumping the gun and hauling in that peeping Tom. Moment, warum hat er denn den peeping Tom reingeholt? Oh, Was hat er denn damit zu tun? Was hat er Dutch damit zu tun? And you? What? Weil ich bin nicht jetzt dran. You take your share of the blame too. Always wandering around crime scenes whenever something happens. Ja, weil ich vielleicht 3 Tote schon verhindert habe. Fick dich, Dojima. You were scolded by Dojima. His futon's ready. Alright, Dojima-san, up and at him. Nanako-chan got your futon all ready for you. Ach, Nanako, du tust mir so leid. Nanako, tut mir so leid. Sure does stink like sake in here. Mhm. Mach's Fenster auf, Nanako, wir wollen nicht betrunken werden. Would you like... Oh, wieder mein Kapitelende. Wenn du 6 Jahre die Sake am Geruch erkennt, tolle Vorbildfunktion, Dojima. Ich mag ihn trotz seines Versagens als Vater, er ist sympathisch. Ah. Ich habe da, glaube ich, zu viele Vorurteile bei sowas. You have the day off from school today. You can... All you can do now is wait for Reese to recover. What should you do today? The reason that you haven't bought anything from the... Achso, Home Shopping Program. Ja, Home Shopping Program, was gibt's denn diesmal? Wir haben ja aktuell Geld. Shopping Program. Unique Finishing. Here comes Tanaka! Already available to you! Hello everyone, welcome to Tanaka's Amazing Commodities! Grant all of your desires! This is Tanaka's Amazing Commodities, the May Order Television Program being broadcasted live to you! We guarantee your purchase will meet your satisfaction for a fair market price! Now, let's introduce a product available for these 3 days only. It's Mythlax Sword, a made-order limited edition sword. Oh my goodness! I can't believe its wonderfulness. I add 2 herbal pills to your Mythlax Sword, all for the low price of only 9,800 yen. We've got another fantastic product on sale today. Purifying Sword, eat healthy to live well. On top of this, I'll add Sigaki rice to your Purifying Sword for only 398 yen. These products are so popular, we can only allow 1 order per person. Which would you like to purchase today? 143.000. Das Purifying Sword ist, glaube ich, schon sehr nützlich, aber ich glaube, das kann ich auch woanders kaufen. Das Mythlax Sword ist halt einmalig und ich würde einfach gerne wissen, ob das gut ist. Ob das mir einen Damage Boost gibt. Wow, we've sold through our entire stock. Thank you all so much for your participation in today's show. Today's sale is over, but you'll get another chance for 3 days starting next Sunday.
Mit dem bin ich ewig rumgerannt. See you next time on this channel. You hear the catchy song again. Here comes Tanaka over the airflows to you. Fast bis Juli. Ich hab jetzt erst Anfang. Ah ne, wow. In 4 Tagen, ne, 5 Tagen, ne? Hahaha. Fast bis Juli. So. Was haben wir andere gemacht an dem Tag? Sind in TV gegangen wieder. So. Oh, spend time with Mary. Wir spenden time with Mary, aber sowas von. Aber Mary ist heute gar nicht draußen bei mir. Das irritiert mich ein bisschen. Ich glaube, ich kann heute gar nicht mit Mary machen. It looks like the dog you saw on the riverbank. Must be a runaway dog referred to on the Emma Fox show. Seems dog is wary of you. What should you do? Sing. Talk to it gently. Impa. It seems the dog became less wary of you. Dog ran away. You are doubtful to return here anytime soon. You should look for it another day. Okay. So, check on dwellers. Mary's request. Oh, you're here. Well, not today, I don't feel like it. Genau. Oh. Oder du könntest mit Yuzuka Zeit verbringen, zum Beispiel. Yo! You're free, wanna go somewhere. Yuzuka wants to go somewhere. Since you have one poor person, you could become closer. Your free relation with Yuzuka is going to become closer soon. Will you spend time with Yuzuka? Ja, komm. Alright. We'll spend time with Yuzuka. Yuzuka looks happy! June's food court. You came here with Yuzuka for a quick bite to eat. So what you gonna eat today? Am Sonntag? Können wir was gönnen? Keine Zeit mit Adachi? Nee, Adachi kann mich mal... Hey, Hanamura! What is it today? How come Kazumi can take the day off and we can't? Huh? We told you before, we can't work Saturdays. So, when we refused, they said they were going to fire us. I don't get this. Hey, I talked to the manager. Senpai, have you two been taking absence without leave lately? I just forgot to come. Besides, that's not the point. What are you going to do about this? I have a date that day. Hey, ihr kommt nicht auf Arbeit, wenn ihr eingeteilt seid und beschwert euch dann, wenn ihr euch nicht freinehmen dürft, wenn euch... Danach ist, jetzt seid ein paar absolute Schnepfen. How come you're favoring Kazumi? Nix favoring, ihr habt's verkackt. You were like that with Aki too. Huh? Don't try to hide it, we all know. You liked Saki and treated her special. I don't think Saki-senpai had anything to do with this subject. Yeah, it does. You told the other workers to take it easy on Saki too, didn't you? You think you can... do anything just because you're the manager's son? Is it such a absolute... It's Kazumi now, that's Saki. Now that Saki's dead, don't even bother, she has a boyfriend. Didn't you get it? Saki didn't like you. We heard so from her, she may have acted that way, but... They started to badmouth Saki-senpai. Shut up! Ben. Well, who are you? You shut up! You are the ones who should shut up. What do you know about Saki-senpai? She didn't do things half-assed like you. She looked lazy, but she worked hard. She talked bad, but she was good inside. She hated me? I knew that. She's not here anymore. I'm left behind. Just leave me alone. What the heck? Let's go. Bei denen muss einfach halt... Klappe halten, abhauen. Das Damn it. Just blew out a bunch of crap, huh? I know how it is. How can you understand when I don't? Yuzuka quieted down. Damn, another pathetic display from Yuzuka, huh? Thanks, though. Thanks. Hearing you say that stuff to them, it made me happy. Yuzuka is smiling sheepishly. Your affiliation with Yuzuka has grown deeper. Woohoo! Mehr Yuzuka time! Rank 7, Yuzuka Hanamura. The Magician. Reached level 7. Your power to great persona of the Magician Arcana has increased. Yuzuka's determination in battle has been enhanced. You can endure a mortal blow during battle. Oh! Your ally will be able to endure one mortal blow during battle. Das ist geil. I don't want to. I really don't want to. But I go talk with that.
At this rate, those two are gonna quit. I should tell him and apologize. I don't know, what do I want to do? I don't get it, even though it's my own future. Sorry, but I'll see you later, Ben. Said Yusuke. Yusuke saw Yusuke off and went home. Welcome home! Die dürfen, glaube ich, immer noch nicht reden, weil wir keine Expression haben. Da ist Adachi im Rumstehen. Oh, wer bist du denn? Bist du Yukiko? Huh? Good evening! Are you out on a walk? I'm on my way back from an errand. I finally just got it taken care of. Do you have some time right now? If it's alright with you, why don't we talk for a bit? Seems bored. She might appreciate it if you talked with her. Should we spend time with Yukiko? Spend time with Yukiko. It'd be fun. Yukiko is smiling. Was machen wir denn? About the curry at the camp out. Na, da wird es auch Zeit, dass ihr euch mal entschuldigt hier. Well, I'm sorry. She and I had a post-mortem meeting and we decided we should each practice on our own. So I tried my best to make it again and I had our head chef taste it. But apparently it still wasn't fit for human consumption. Aber Yukiko! There's always next time. How did that happen? So there's been another victim. How did that happen? I don't know. I'm pretty sure I made it the normal way, but it seemed like there was some weird colored smoke coming out of it at one point. What the fuck? Hat sie es mit Magie verkackt? Hat sie einen Hexenkessel gekocht oder was? Yukiko is cocking her head. Cocking her head? Okay. The head chef gave me some tips, so I'll try those next time. One of them was to keep it simple at first. I feel like that'll work for sure. Ihr habt vielleicht ein bisschen viel reingeschmissen. Ich bin böse. Warum bin ich denn böse? Ich habe nur gefragt, wie es passiert ist, dass sie das nochmal verkackt hat. You enjoyed your idle chat with Yukiko. Your feel relationship with Yukiko has grown stronger. It's late already, you should really be getting home. Oh right, here. I'd like you to have this. I want you to have this. Checkboard cookie. Oh. Schachbrettkeks. I got it as a gift from one of our suppliers while I was running errands. Don't worry, there's more where that came from. Shall we get going? No. Good night. Schachbrettkeks, yep. You saw Yukiko off the bus stop and went home. Ich mag die Schachbrettkekse nicht, zumindest nicht die standardmäßigen, die es so gibt beim Bäcker oder so. Die schmecken irgendwie immer gleich und das ist langweilig, meiner Meinung nach. Don't you get good damn carried away just because some scatterbrained idol is back in town. It's easy for all you out of the loop morons. All she does are variety shows and silly commercials. What's the damn point of running your mouth about some half-wit whose only talent is appearing on shows for idiots? This class seems to be full of students without their own identities, isn't that right? Why the hell do you all look so upset? Stand your ass up, line! What? Answer this! What is identity? Uniqueness, difference, individuality. That is in Identität. Ist eigentlich alles. Identität ist die Unterscheidung zu anderen, aber auch die eigene Besonderheit. Und die Eventualität und Uniqueness ist für mich das Synonym bezogen auf Personen. Ich sag das mal. You gave the answer you think is correct. Ah, I see you've already done the reading, smartass. Anyway, that's right. Identity is individuality. Individuality is the feeling that you are authentic and genuine. Those with identity would never take a liking to idols like that. You immature kids gain your identity by mimicking the idols you love. But I doubt that those who imitate others have any true identity of their own. You gave the correct answer. Knowledge has increased. Whoop whoop. Was gibt's denn noch für Schwarz-Weiß-Kekse außer Schachbretter? So, das ist natürlich wieder Social Skill Zeit, ne? Könnte noch was mit Chia machen, ja. Hey, if you have some free time after school, hang out with me. Think about it, okay? Should hang out with Chia after school. Ja, ich wäre bei Chia dabei.
die bei uns auch noch ein bisschen gelevelt werden. Ah, da ist Wofi wieder. Hallo. It seems that the dog is still wary of you. What should you do? Talk to her gently. Wimper, it seems the dog became less wary of you. Müssen wir wahrscheinlich 3-4 Mal machen. So. Very cool, what you doing? It seems she isn't busy. Since we have Ares, the person of the Cherokee can you feel could become closer. Can be going to become closer soon. Will you spend time with Chie? Ich habe Kanji selber, ich glaube, ich habe Kanji Social Link immer noch nicht, nee. Bis für den Play für alle Maximus Achievement. You decided to go eat with Chie after training. Central Shopping District Chinese Dinner Aya. Delicious! Meat and rice is just flow through my veins. Wolfing it down, huh? Looks delicious. You look so happy. On the happiness scale, it's up there with watching action movies. Chie drifts into a blissful reverie. I need to work hard and pump myself up or else I can't pull us out of a jam, right? Especially Yukiko, I need to be able to protect her. I hope she's not staining herself. Makes you worry, huh? I look out for her. Yukiko isn't that weak. I worry more of you. Yukiko isn't that weak. You think? Chie doesn't seem fully convinced. I'll make myself stronger for Yukiko too. So, keep it up, leader. I know me and Yuzuko joke around with you a lot, but we are all counting on you. You can sense Chie's burning passion. You feel your relationship with Chie has grown yet deeper. Level up! Rank 5, Chariot Arcana. Reach level 5. Your power to create personas of the Chariot Arcana has grown. Chie's domination has been enhanced. Chie can now cure severe ailments during battle. All this talking is making me hungry. Excuse me, another fried rice with meat, please. Oh Gott, ich hätte jetzt auch gern gebratenen Reis. Oh, war das lecker. Ich nehm's auch. Please, Chie, gib mir was ab. How about you? Ich nehm's. Hab schon gesagt. We talk with Chie for a while. See you later. Worked home partway with Chie. Oh, das wäre so geil, gebratener Reis jetzt. You're back. Oh, ich kann mit Dojima reden mal wieder. Tschüss. Oder Buch lesen. Wir könnten Buch lesen. Buch lesen. The Punk's Way. Für mehr Expression. Ujima habe ich auf Level 8. Can you read The Punk's Way? This book shows how the one should live as a punk along with some illustrations. Do you understand the material, but you know that, yeah, better than to follow this. There's still some pages left. So, da haben wir wieder ein bisschen Ragen. Und wir haben gar keinen. Ja, wer redet Kiko heute mit uns? Ah, ne, wieder Chie. Na dann. Yo! Hey, if you've got some free time after school, why don't we hang out? Think about it, right? Maybe you should hang out with Chie. Müssen wir wieder gucken, ob wir den Hund irgendwo finden. Ansonsten können wir das schon machen. Wuffi! Ah, da ist er doch wieder. Talk to it gently. Seems to become less wary of you. Dog isn't trying to run away. It seems to like you, but it seems to be out of energy. Herb is hungry. If you gave it something, a dog would eat it, may become energetic again. Stick school. You gave it a stick school. Woof woof! The dog looks happy. The dog ran away energetically. It should be able to return to its owner house now. You accomplished the request written on the Emma. You should report back to the fox. Immer noch genau der Fuchs, ich bin sure, der war noch around, called the Fox. Also es hat seinen Schreien und da sollte er doch was finden und da was in der Nähe verloren wird. The Fox brought you the Emma with the wish that you fulfilled. It's probably worried about the outcome. You told the Fox that you granted the wish written on the Emma. Ooh, the Fox looks exuberant. Also müssen wir ein Füchschen doch happy machen. The fox looks at the offering box and seems pleased. Rumors of the shrine's benevolence spread, more people may come to make offerings. Ooh, you can send the fox gratitude. Level up! Rang 4. Fuchs Hermit Arcana.
The Fox social link has reached level 4. Your power to create personas with a Hermit Arcana has grown. Since your relation with the Fox has grown stronger, we give you a discount on the service on the TV. You pass some time with the Fox. It's getting late, you decide to go home. What will you do? Accept the Emma request. You made sure there was no one around called the Fox. The Fox brought you an Emma with a wish written on it. It's written in large, uneven letters, probably by a child. God, please give me some friends. Yoshitaka. It seemed the Fox wants you to fulfill the wish written on the Emma on its behalf. Could it be thinking that if wishes are for... Yeah, yeah, that's how much power got. Yes, accepted. I wish I had friends. Fox seem happy. What will you do? Take a long ride. Take a scooter for a ride. Yes. Let's go. Das haben wir noch nie gemacht, seitdem wir das dürfen. Miaum. Miaum. Oh, das ist mal da, wo eine der Leichen gefunden wurde. After getting completely lost, you stumbled upon the road to school again. But you feel as if you start to get a feel for the place. You will need to ride around a little more to get better acquainted with the area. Your courage has increased. Oh, das macht doch Courage. Geil. Mein Courage wollte ich ja am ganzen Anfang mal mein Courage boosten. Das muss ich, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Welcome back. I went shopping today. The fridge is full of food. Oh yeah, a package came for you and it's on the table over there. Mythlike sword combo. You purchased from the TV show. Summit Hope. In addition, you obtained a bonus prize sticker. Wir werden heute wieder Essen machen, würde ich sagen. Wir sind wieder failen wie letzten zwei Mal. There's a variety of food inside. You could make lunch for tomorrow. Spend the evening. Yes. Dann können wir nämlich noch in der Mittagspause mit jemandem das machen. Surprisingly, you have the ingredients to make hamburgers. You decide to make hamburgers. The sizzling reaches a tantalizing crescendo. Sizzling ist das Psst beim Braten, ne? How should you check if the inside has been cooked enough? Look for bubbles on top, poke the center and feel it, cut a hole and look for juice. Poke the center and feel it eigentlich. Würde ich sagen. It has a good springy texture. Obtained well done hamburgers. Geil. Hamburger für Freunde in Mittagspause zum Treffen. Ab geht's. Lunch break! You've brought your lunch today. Do you wish to eat lunch with someone? Who would you like to invite for lunch? Chie, Yosuke, others. IQ, others. Wir können nicht Kanji zum Beispiel. Ayane. Others. Ich will Yosukes Freundschaft haben. Yosuke, let's go. Der wird der erste sein, den wir auf 10 machen. Yasogami High Rooftop. You ate lunch with Yosuke. You ate well done hamburgers together. Ich weiß echt nicht, ob ich widerstehen kann, dich nochmal Yuki als Girlfriend zu nehmen. Es ist halt Yuki. Nimm doch Ei. Dude, what the heck is this? Whatever it is. It's not food. Oh, so we didn't seem to enjoy our lunch. You should try making better food next time. Das war doch well. Er mag keine Hamburger? Muss ich also. Ah, ich muss es also auch die Leute auswählen, die das Essen mögen, was ich gemacht habe. Da hätte also doch Chia nehmen sollen. Ich glaube, die mochte Hamburger. Ei, ja, nimm doch Ei. Isn't the rainy season exhausting? I'm sure most of you aren't even motivated for this class, right? But I've gotta say, if you keep trying, something good will come out of it someday. Wow, I said something inspirational. Just try not to take things too seriously. That'll only tire you out faster, right? So let's take a quick break. I have an interesting question for you. Oder eventuell besser zubereiten. Du kochst so gut wie Yukiko und Shie. Das stimmt gar nicht. Ich hatte well done Hamburger. Und weil Hamburger Patties probiert man anhand der wie die Konsistenz ist, wie sie sich drücken lassen, ob sie durch sind. Das macht man genau so. Das war richtig. Die andere Variante,
Blasen obendrauf ist Bullshit, meiner Meinung nach, weil dann ist es entweder viel zu durch, wenn du es nicht drehst, und wenn du es nach dem Drehen machst, dann hast du immer Blasen obendrauf, weil du das heiße Fett mitdrehst. Das ist einfach Quatsch. Und das letzte war ein Loch reinschneiden. Das ist ja auch Bullshit. Wer schneidet denn ein Loch in einen Hamburger-Patty? So, let's take a quick break. I have an interesting question for you. Let's see. Ben Kuhn. Warum wäre eigentlich immer ich dran genommen? Which one of these is the name of a real river? Lame Duck River, Piss Piss River, Mahoney Phony River. Ja. Give my knowledge increasing. Correct, sounds like you're official an ex-city boy now. Haha, not that it matters. Anyway, that river is in Nicaragua and Peace Peace is pronounced PP. It shares the name with the water weed there. PP macht nicht viel besser in Deutsch. Lots more places have city names. There's No Name Canyon in Colorado or the city of Uncertain, Texas in America. Ich hab Appetit zumindest, Lumi. Wir könnten 18 Uhr ungefähr essen. But you can call it whatever you want and it'll still be there. Isn't geography just fantastic? Oops, I wasted a lot of time on this. I hope I have enough time to cover everything that'll be on the test. You get the correct answer. Your knowledge has increased. Ich hab immer noch kein Knowledge Level abbekommen, obwohl ich den Haufen Knowledge Increases hab. Das zackt doch. Da ist Kanji. Whoa, Ben-senpai, I wasn't peeping inside, it's not like that, so why are you making that scary face at me? Do you have something to tell me? Yes, I do. I see, let's go somewhere else then. Okay, was jetzt die Frage, ob ich Zeit mit ihm verbringe? Ja, ne? Ach, Mann! Samegawa Floodplain, you brought Kanji here to learn the truth behind the rumors. What is it? What you want dragging me out here? Oh, you here to tell me off or something? I'm like that. You are not far off. I'm just here to talk. Huh. How come you're sounding like a cop? So what is it? You ask Kanji about his ties to the gang of bullies. Huh? Bullies? With me? Senpai, you're suspecting me? I want to believe in you. I want to believe in you. Senpai, I didn't do it. I mean, maybe it ain't that easy to trust me since they saw I was in a gang, but you gotta believe me. It's my own fault rumors like that go around, huh? At this rate, I'll be causing trouble for you guys. Don't worry about it. It's no trouble. Ich wollte Yugi nicht bevorzugen, aber ich sonst wieder auf Social Link 9. Senpai. Whenever you got time, could you maybe hear what I have to say? I feel all cramped inside, and I'm too dumb to know what it's about. Clumsy as he is, it seems Kanji is looking for an opportunity to change. You feel a faint bond form between you and Kanji. Ah, da können wir Social Link haben. Do, voila, and I am Do. Do has to establish a new bond that brings thee closer to the truth. Thou shalt be blessed when creating Persona of the Emperor Arcana. Aber tatsächlich will ich Kanji wahrscheinlich irgendwann nochmal gegen Teddy ersetzen. Weil Teddy mit Yosuke einen Combo-Attacke hat. You have established the Kanji Tatsumi Social Link of the Emperor Arcana. You may earn XP bonus when fusing. Kanji Domination Battle has been enhanced. Can now wake up knockdown battles. Mates. To make sure I don't cause any trouble, huh? Well, I guess I should smack that gang of bullies around. Later.